Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind hier in Sovngarde und versuchen Alduin zu fangen. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Meinst du? Willst du nicht schon wieder fliehen, Alduin? Wusste ich's doch. Als ich noch lebte, streckte ich viele Feinde nieder. Doch keine Klinge kann dem Schrecken trotzen, der in diesem finsteren Tal lauert. Dafür habe ich auch meinen Bogen mitgebracht. Ich werde dich finden, Alduin. Sich zu verstecken bringt doch nichts. Ganz oben, auf dem obersten Berg in Sovngarde, wird er wahrscheinlich auf mich warten. Alduin, der Weltenzerstörer. Soll er warten? Ich habe ihm was mitgebracht. Oh, Dreck. Noch mehr Dreck. Und zwar einen schönen Bogen. Komme ich denn da jetzt rüber? So gar nicht. Hätte ich mir den Aufstieg sparen können. Das sagt einem ja auch keiner vorher. Zu Alduin geht es diesen Berg links herum. Bitte folgen Sie der Straße 30 Meter und biegen Sie dann rechts ab. Dankeschön. Bitte wenden. Funktioniert anscheinend nicht in Skyrim. So. Mal weg hier mit dem Nebel. Hey, ich hab doch gepustet. Ich hab gepustet und gehustet und der Nebel verschwand vor meiner Nase. Sollen wir warten, bis das wieder aufgeladen ist? Ich will ja hier nicht überrascht werden von irgendwelchen Nebelgestalten, irgendwelchen Nebelkrähen, neben Alduin, der einfach so aus dem Nebel aufsteigt und mich fressen will. Es ist sehr naheliegend. Da zum Beispiel. Da ist er doch. So. Wir machen das anders. Drachenfall. Genau, flieg einmal um den Berg rum. So, zerfüllen! Ganz genau. Ja, so kann ich ihn nicht besiegen. Du bist ganz schön schnell, Alduin. Versuchen wir weiter unser Glück vielleicht, um dorthin zu kommen, wo wir hinkommen müssen. Dort gibt es vielleicht eine Lösung für Alduin. Hey, nackter Mann. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sovngarde, Ende der See? Geschenk, Chance an geehrte Tote. Ich verfolge Alduin, den Weltenfresser. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Meinen Untergang? Wer seid ihr, dass ihr meint, über meinen Untergang entscheiden zu können? Ich bin Zoom, Schildtarne von Shaw. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen. Jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shaws erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ich verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen. Sondern leben wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Wir nennen es Fusrodar. Beim Recht der Geburt. Ich bin ein Drachenblut. Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Kann ich die Halle der Tapferkeit betreten?
Lebend oder tot. Auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Soon. Okay. Willst du mich verarschen? Nein, 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 ich bin würdig, wirklich, glaub mir. Geh weg. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der haut uns ja ganz locker aus den Socken. Wo ist mein Fußruder? Wo ist mein... Zwingt sie? Nein, ich brauche... Den brauche ich auch nicht. Den Sturmruf, den brauche ich jetzt hier auch nicht. Den brauche ich, okay. Dann hauen wir uns noch schnell den ein oder anderen Heiltrank rein. Der hat ja zugeschlagen. Will er gleich meinen Schädel spalten hier? Fängt er gut an. Komm ins Licht, dass ich dich sehen kann. Komm schon, du kannst doch nicht so schnell sein. Mit deiner verdammten Axt. Oh. Probier mal das Fußrodar eines Drachenbluts. Wie jetzt? Was bist du für ein... Für ein Typ, der einfach meinen Fußrodar wegsteckt. Ja, die Freude des Kampfes brennt auf jeden Fall in meinem Herzen. Und vor allem, wenn du dort unten... rumbackst. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre euch für würdig. Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Shaws Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen. Möge es so sein. Dann hinein. ich bin würdig, glaub mir doch. Und dann habe ich doch noch gewonnen. Tja. So kann's gehen. Drachenbrücke, öffne dich. Gewähre mir Eintritt. Dann steigen wir einfach über die Knochen rüber. Es wird schon passen. Nur nicht runterschauen. Nur nicht runterschauen. Nur nicht runterschauen. So. Puh. Also der Himmel hier ist auf jeden Fall sehr schön. Wahnsinn, oder? Das sieht echt irre aus. Gut, nachdem wir das Problem jetzt beseitigt haben, wir mussten ihn zum Glück nicht töten, sondern nur ein bisschen verletzen, werden wir jetzt Shaw gegenübertreten. Oha. Hier ist ja was los. Hier steigt also die ganze Party. Hey! Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shaws Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir, der Alte, vorausschauend und grimmig. Dann werde ich mal mit ihnen reden. Fleisch und Met. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfung auf euch genommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Allerdings. Hallo. Ist euch nach Speise oder endlosem Gesang? Kämpfen, trinken, Geselligkeit und Prahlerei? Seid willkommen und wärmt eure Seele. Oh, das klingt gut. Sovngarde könnte auch ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle. Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen,
können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Feldir spricht weise. Der Weltenfresser, der Feigling, fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Freunde. Die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen. Unsere Willen ungebrochen. Nun gut. Auf in den Kampf, meine Brüder. Das Ende unserer Seelen, unser Schicksal ist, werden wir in Liedern weiterleben. An den Toren von Sovngarde werde ich meinem Schicksal Ihr müsst mich schon mitnehmen, Leute. So, dann suchen wir da nochmal schnell unseren tollen wolkenlosen Himmel raus, um unseren Schrei zu vereinen. Vier Helden aus Sovngarde werden sich Alduin, den Weltenzerstörer, stellen. Und wir versuchen einfach mal die Hintergrundgeräusche ein wenig... Nee, die können laut bleiben. So ein bisschen in den Hintergrund zu stellen vielleicht. Das Gewitter ist doch wahnsinnig laut. So, nicht runtergucken, Marv. Nein, Höhenangst für Drachenblut ist nicht gut. Es reimt sich sogar. Harkon. Am heutigen Tag ruhen Shors Augen auf euch. Besiegt Alduin und vernichtet seine Seelenfalle. Machen wir, Zun. Das werden wir tun. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. 3, 2, 1. Wir müssen diesen verdammten Nebel vertreiben. Log, Vakor! Und, hat das jetzt was gebracht? Ach komm schon! Das hält uns nicht auf. Alduin, stell dich deinen Gegnern! Leute, Leute, Leute. Wir müssen uns mehr... Mit seiner Stärke denn kein Ende, ist unser Kampf vergeben. Ist er nicht. Bleib standhaft. Seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Seine Macht zerbröckelt. Jetzt keine Atempause. Weiter geht's, Leute. Log, Vakor! Nun, Alduin, was sagst du jetzt? Das endlose Warten bei Stimmung. Alduin steht zusammen, dann werden wir ihn besiegen. So, dann werden wir noch schnell den Drachenfall rausziehen. Um ihn zu besiegen. Auf dass du unten bleiben mögest, Alduin. Warum kommst du nicht runter? Ach, jetzt macht er schon wieder sein... Das Ende ist nah, Alduin. Oh, da hat mich voll so ein Meteor getroffen. Aber wir bleiben dran. Noch einer. Jetzt muss ich vielleicht hier mal weggehen. In Bewegung bleiben. Nein, nein, nein. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und so kann uns Alduin wenigstens nicht grillen. Oh! So, komm her. Es wird Zeit, dass ihr diese Welt verlasst, Alduin. Himmelsrat,
Für die Freiheit. Für Lydia. Auf dass du unten bleiben mögest, Alduin. So wird es gemacht. Das tat sicherlich weh. Alduin, Weltenzerstörer. Wahnsinn. Das war eine machtvolle Tat. Endlich allerdings wurde Alduins Untergang besiegt. Freies Zogengarde von seiner grausamen Falle. Das konnten wir ihn gar nicht durchsuchen. Von diesem Kampf wird man in Shores Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ruhm und Ehre dem Drachenblut! Gepriesen sei er mit höchstem Lob! Ich danke euch. Es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Noch nicht. Ich möchte noch ein paar alten Freunden in Sovngarde einen Gruß ausrichten. Verweilt nicht zu lange. Für einen längeren Aufenthalt eines Sterblichen ist das Land der Toten nicht gemacht. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim mit Marv. Bis dahin, Servus.